Willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs Legion. Wir machen jetzt weiter. Und zwar müssen wir Nigel Kess besiegen, beziehungsweise konfrontieren. Aber ich denke mal, das wird zu einem Endkampf herauslaufen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hey, Nigel hat einen privaten Bunker unter dem Ort, an dem er seine Spielzeuge baut. Ich wette, da hat er sich verbarrikadiert. Da treiben sich sicher nur seine wahren Anhänger rum. Oh, klar. Na toll. Also müssen wir uns noch um einen Söldner Warlord kümmern. Zum Glück ist seine Verstärkung beschränkt auf die, die zufällig in der Nähe rumlummern. Sicher nicht, solange er lebt, wenn ich da ein Wörtchen mitzureden habe. Aktiviere Kampfmodus. Frauen und Männer von Elben. Der wahre Feind hat endlich sein Gesicht gezeigt. Den Mann das vernichten, der sich ihrer Tyrannei widersetzt hat. Und wer wäre wohl das erste Ziel von Projekt Themis? Ja, Projekt Themis, mein guter Cass, ist leider gescheitert, das weißt du auch. Ich habe die Lösung für unser Problem gefunden und werde alles tun, um sie durchzusetzen. Seid ihr sicher, dass ihr dagegen ankämpfen wollt? Wollt ihr meine Entschlossenheit testen? Na los, versucht es doch. Wohin müssen wir denn? Ach, heilige Scheiße! Jetzt bist du am Ende! Ja, ich hab die Schrotflinte! Du hast die Schrotflinte, ich die Nagelpistole, Lady. Okay, da kommt eine fucking Drohne, ich muss aufpassen. Zielpersonen wurden entsandt, um die Zielperson festzunehmen. Ich gebe es ab. Okay. Runter, runter, runter. Verraten. Schnell, 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 schnell. Ey, wie kommt der denn hier rauf, bitte? Aktivieren. Oh, nicht gut, nicht gut. Und ich bin totgefallen, weil ich da runtergefallen bin. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Digga, wie oft sterbe ich jetzt bitte? Gut, er ist wieder da. Wechseln wir zu ihm. Warte mal, er hat neue Waffen. Ah, fuck. Scheiß drauf. Wie oft sterbe ich jetzt am Ende? Ja gut, wir sind auch dem Finale ziemlich nah, ne? Da kann es schon mal sein, dass wir schnell sterben. Ja, und ich begebe mich halt nicht so oft in Sicherheit. Dein Teammitglied ist unterwegs ins Krankenhaus und wird in absehbarer Zukunft dort bleiben. Shit, hoffentlich nicht so schlimm. Vielleicht macht eine kleine Vergeltung alles besser. Gott. Kapern. Gut, versuchen wir es nochmal. Gehen wir dann wohin?
Warte mal. Wir haben 30 Technikpunkte. Was ist denn hier mit denen hier? Können wir die... Ah, nee, wir können die noch nicht aktivieren. Okay, schade. Der Feind ist unter uns. Seid wachsam. Niemand darf ohne Überprüfung durch. Niemand darf daran hindern. Sie werden dir weder jetzt noch irgendwann danken. Nein. Augen auf. Sucht alles ab. Das reicht. Ich leg dich um. Alles sauber. Aber ich bin weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Deaktivieren. Nein. Oh Gott. Indem ich... Digga, was ist das? Benjamin Richards ist auch verhaftet. Boah, Digga, das wird ultra schwer. Vielleicht sollte ich eine andere Herangehensweise nehmen. Ich glaube, alle auszuschalten, das kriegen wir nicht hin. Nehmen wir sie mal. Eine halbautomatische Pistole. Die hatten wir jetzt noch gar nicht. Ja, Leute, es wird jetzt echt schwer, das Finale. Ich glaube, ich muss da anders herangehen. Denn ich glaube, die ganzen Wachen töten müssen wir eigentlich gar nicht. Das reicht, wenn wir da den Checkpoint erreichen und dann da einfach rüberkommen. Genau, einfach nach da. Der Feind ist unter uns. Seid wachsam. Niemand darf ohne Überprüfung durch. Niemand darf uns daran hindern, London zu beschützen. Oh, keine Sorge, du wirst das garantiert nicht mehr erleben. Ha, seht euch das an. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich kenne das Gebiet. Ciao, da drüben geht's weiter. Ohne Suchprotokoll starten. Spring doch bitte rüber. Zugangscode. Wir brauchen diese fucking Karte. Frauen und Männer von Elf. Der wahre Feind hat sich sein Gesicht gezeigt.
Digga, ich bin jetzt schon wieder... Ey, komm schon. Digga, wie konnte ich denn bitte gesehen werden? So, verraten. Genau, ja. Ich bin tot. Geh doch noch da hinten. Okay, die ist unten. Neue Muni. Checke die letzte bekannte Position. Schickt mir Verstärkung. Zentrale, komm. Drohnen sind unterwegs zur Zielperson. Fuck, das tat weh. Brauche Munition. Okay, hier hatte ich Ruhe. Der ist auch tot. Irgendwann musst du doch nur noch sterben, oder was? Okay, jetzt. Okay, wir müssten jetzt eigentlich alle haben, oder nicht? Und noch diese fucking Drohne hier. Gut, haben wir es. Alter, das war ein Akt, Leute. Das war ein höllenloser Akt, ich sag's euch.
Munition nehmen. Gut. Und jetzt müssten wir eigentlich da reinkommen. Jawohl. Dann nehme ich das nochmal schnell mit. Ein paar Itos. Ja. Gut. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Das war's mit der Sicherheit. Du kannst den Aufzug zum Bunker jetzt benutzen. Wie komme ich denn da rein? Hier wahrscheinlich, ne? Standort eines 1033. Anweisungen folgen. Alles klar. Cass. Ich töte dich. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es mit der Waffe schaffen. Egal, ich probiere es jetzt trotzdem, Leute. Ich probiere es jetzt trotzdem. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Okay, seid ihr hier, um es zu beenden, Deadsec? Begreift ihr es denn nicht, was unser gemeinsamer Bekannter Zero Day hier einleitete? Meine unausweichliche Herrschaft und euren Niedergang. So wird es nun mal immer enden. So ist einfach die natürliche Ordnung für Menschen wie mich und Menschen wie euch. Ich bin das Gesetz. Kommt runter. Ihr seid erledigt. Okay. Endkampf Nigel. Cass. Was hat er als Überraschung da? Oh Gott. Irgend so eine komische... Alles klar. Oh mein Gott. Das wird, glaube ich, nicht schön. Gegen die Drohne, die Cass trägt. Vervollständige die Netzwerkbrücke, um die EMP-Stationen einzuschalten. Cass hat Verstärkung angefordert. Wie überraschend. Ihr habt meine Pläne ruiniert, Deadsec. Aber nur vorübergehend. Ich befreie die Stadt ein. Ich befreie die Stadt ein für alle Mal. Komm. Oh,
Mit einer Netzwerkbrücke. Achtung, weitere Verstärkung. Aufpassen. Okay. Was ihr seht, ist die Zukunft. Die modernste Form des Sicherheitswesens. Ihr Warte. Hier kommt noch einer, der ist tot. Gegner neutralisiert. Headshot. Ich brauche auf jeden Fall die Munition. Ein Gegner ist hier noch. Okay, so Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann machen wir weiter mit dem Endkampf hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.